Mitten in der Stadt, in einem Brückenbogen, direkt am Hauptbahnhof gelegen, ist der Kölner Bogen 2 eine Anlaufstelle für jede Menge abgefahrene Partys. Auch die Veranstaltungsreihe Sonderlü hat diese Location für sich entdeckt und dort ihre Party veranstaltet. Zuerst, meine Lieben, ein wunderbares, ungesundes neues Jahr und natürlich ganz viele heiße und lange Partynächte. Und wir fangen heute damit auch sofort an, denn wir sind im Bogen 2 bei der Sonderlü-Veranstaltung in Köln. Vor 3 Monaten hat die Party schon mal stattgefunden und zwar hat Tobi Neumann wirklich grandios aufgelegt. Und heute ist Ono Özer dran. Los geht's! So, und bevor es richtig losgeht, gibt es noch ein paar Infos zur Veranstaltung. Die gibt es heute von Maurizio. Servus Maurizio. Grüße dich. Ja, die Sonderlü. Was hat es damit auf sich? Wo kommt sie her? Wo geht's hin? Tja, sie kommt her aus dem Kreise Köln, soweit ich weiß. Felix macht ja die Veranstaltung und macht diese Veranstaltung schon seit einigen Jahren, wie ich erfahren habe. Und macht das eigentlich schon ganz NRW und hauptsächlich in Köln. Gerade in den letzten Jahren wird das den Leuten ein Begriff sein, weil er im Bogen 2, wo wir heute auch sind, die Partys schmeißt in unregelmäßigen Abständen, aber immer mit einem ziemlich anspruchsvollen Programm, wie wir alle finden, und mit dementsprechend gutem Publikum. Und ich meine, wo die Reise hingeht, das weiß natürlich der Felix am allerbesten, aber wir denken, dass es noch so weitergehen kann. Ja, mit netten Gast-DJs, nettem Publikum, guter Musik und Spaß. Ja, und jetzt waren ja auch schon eine Menge Leute hier, namhafte Leute, Tobi Neumann letztes Jahr, die Party war in aller Munde hier sozusagen in Köln. Heute gibt es auch einen besonderen Act, wer liegt, oder mehrere Acts, wer liegt auf heute, auf wen können wir noch hoffen? Heute Abend ist die Anna Steffens dabei, die ist eine Kölnerin, sehr gute DJ, die hier auch schon viel bewegt hat und auf einem guten Weg ist, sich hier gut zu etablieren. Und dann haben wir als Hauptgast heute Abend den Ono Özer aus der Türkei, mittlerweile in Berlin lebend, und der hat auch schon mal für die Sonderlü gespielt. Lustigerweise habe ich ihn da kennengelernt und ja, danach werde ich mich dann nochmal dran stellen und gucken, dass nicht alle sofort nach Hause gehen, wenn er aufhört. Und ja, das wird das Programm heute Abend sein und wir haben noch ein paar Geburtstage mit zu feiern. Und insofern kann es eigentlich nur gut werden. Und da freuen wir uns drüber und auf dich freuen wir uns auch. Und bei euch aus dem Hause Cocoon gibt es ja auch Neues, oder was gibt es da demnächst? Stehen irgendwelche besonderen Highlights an? Wir sind ja Ende Februar, sind wir ja bei euch zur Karottes Birthday. Gibt es noch irgendwelche besonderen Sachen oder Business as usual vorm Sommer, die große Arbeit? Naja, also ja, Business as usual ist es natürlich in einer Form, weil man sich natürlich über die Jahre einen gewissen Erfahrungsschatz angesammelt hat, gewisse Rituale einkehren in der Arbeit, auch gewisse feste Termine im Jahr anstehen, aber es ist trotzdem auch immer wieder aufregend. Also es ist jedes Jahr, jede Saison bringt neue Herausforderungen mit sich, Dinge ändern sich, Märkte ändern sich, Clubs ändern sich, die Musik ändert sich, auch teilweise die Protagonisten, die da mitmachen. Insofern ist das glücklicherweise eine Sache, die nie langweilig wird, weil sie sich nie wiederholt. Also es wiederholen sich vielleicht die Schauplätze, so wie natürlich die Cocoon, 11. Saison Cocoon in Ibiza. Mittlerweile das 11. Jahr dann. Natürlich wollen wir wieder Green and Blue machen, dann wieder in einer neuen Location. Wir hatten ja jetzt die ersten Jahre eine feste Location, haben dann letztes Jahr gewechselt. Im kommenden Jahr, also 2010, wird es dann wieder was Neues werden. Ach, das wussten wir noch gar ja, nicht. Ja, das ist auch ganz, wir sagen mal, jetzt ist es natürlich nicht mehr geheim, aber es ist auch trotzdem noch eine Überraschung, weil keiner weiß, wo es hingeht. Das wissen nur wir. Und ja, wir haben natürlich wieder viele tolle Releases, viele neue Künstler auf unseren Labels oder auf dem Label. Und ja, Sven hat seine Visionen und ich glaube, da kann sich jeder auf altbewährte Qualität, aber viele neue Dinge freuen. Da sind wir aber mal gespannt. Und wir sind auch gespannt auf die Party heute Abend. Und wie sie wird, das sehen wir jetzt. Die Johanna ist mittendrin. Spielen.
heute auf der Sonderlinie? Ja, weil ich von Kollegen gehört habe, dass es eine super Party sein soll. Und ich wurde auf gar keinen Fall enttäuscht, weil eine super Stimmung ist hier. Es ist voll treiben, die Leute gehen super ab und es ist einfach nur saugeil. Ich bin so begeistert davon. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so cool ist. Ich bin so begeistert, es ist richtig cool. Zum ersten Mal hier und es ist echt Bombe. Also beim nächsten Mal bin ich dabei. Direkt am Aufwand, so dass man auch ganz schnell nach Hause kommt. Und das werden wir jetzt auch machen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Im vorigen Bericht habt ihr ihn ja schon gesehen, den aufsteigenden Stern aus dem Hause Kukun. In der Türkei geboren, lebt er jetzt in Berlin, um von dort aus die DJ-Welt zu erobern. Onur Özer, bitteschön. Das DJ-Profil mit Onur Özer. Präsentiert von Pioneer DJ. I started to play around 99. And I started in Istanbul in a small club. But the good part about this is, first I learned, of course, by myself. And then I started right away into a very big crowd. So even it was my first experience, I always played very big crowds in Istanbul because at that time the city was in its peak point. Yeah, everywhere the party because it was some kind of a new trend when the time I started there. So for me it was good because I experienced it right away, so I learned it so fast, how to behave, how to stand, or in professional matters. It's very hard to say it in one word. I love to produce or I love to play any type of music I want. It can be something hypnotic, it can be happy, but it has to have it has to be storytelling music for me that I would love to listen, first of all. I would love to hear and I would love to learn. And then I would love to produce and play. This is the order, because more you listen, many types of music, more you learn. As last thing, which was for me was very successful, that I became very close with the Kukun family. And then I joined them. For me, I don't know how is it for the people, but for me, inside of me is a very big success. Because from the very first beginning, all the artists I admire was there, and I think they are some kind of a capital of this thing. Last year in 2009, for me, one of the biggest gigs were in Amnesia, in Ibiza, which I played for Kukun. Sven, I would love to always hear Flokadais, Toby Neumann, I would hear Ricardo, I would hear many of the people I would admire to listen always. Of course, if we are in the same city or if I would have a chance, I would go and hear them. But of course, I cannot limit the names. There are a lot of. I have two favorite clubs in Germany. One is Robert Johnson and the other is Kukun Club. Because in these clubs, the sound system is perfect. The audience is perfect, everything perfect installed. I mean, in every city, in every country, there are two, three clubs which for me are the best. From the last album and from the last EP I released, it took a little bit while for me to produce again because I moved from Istanbul to Berlin and it took so much time to move all the stuff, paperwork, settle down, get used to the place you live, because I live all my life in Istanbul, all my life even in the same street. And then I suddenly moved back and it took time for me to get adapt, finding a studio, building up. And besides, I invested my studio, because when you more invest, more you learn, first of all.
and I'm still learning to create the best out of what I can. So for me, it is taking a little bit time. But my next releases will come first quarter of this year, and then I will start to record a new album. I don't know, I will always looking forward to play in Fabric, Cocoon Club. I will celebrate my birthday in Robert Johnson this year. This I'm very looking forward. And also, of course, summer action. Hi, I'm Onorosa, and you are watching now Nightlife 4X TV. Das DJ-Profil mit Onur Özer. Präsentiert von Pioneer DJ. Soweit. Knappe 30 Minuten Club und Party Power. Jetzt kann endlich auch gefeiert werden. Das wird so richtig der Knaller. Da muss man auf jeden Fall dabei sein. Hier geht's Schlag auf Schlag mit den ganzen Highlights. Ihr hört es selber, hier geht der Punk ab. Und das nicht ohne Grund, denn die Creme de la Creme der deutschen DJ-Szene gibt sich hier die Ehre. Ja, super. Letztes Jahr hast du geheiratet. Wo ist der kleine Sven? Ist der schon in Planung? Erzähl doch mal, Johanna. Was soll ich sagen? Darüber spreche ich jetzt noch nicht. Das werden wir sehen. Hallo, hier ist Loco Dice. Hi, I'm George Morel. Mein Name ist Markus Gardeweg. Hi, everybody, I'm Fed Legrand. Hallo, hier ist Felix Kröcher. Und ihr schaut Nightlife 4X.